So, wir wollen einmal neben diesem rechts neben diesem roten Auto parken. Bevor wir anhalten, machen wir Blinker rechts an. So, weiterfahren. Wir wollen rechts neben diesem roten Auto parken. Weiterfahren. Wir fahren dran vorbei, halten etwa einen Abstand von 1 Meter von dem Auto entfernt. Weiter nach vorne. So, weiter nach vorne. Weiter. Wir fahren an dem Auto vorbei. Weiter. Und halten an. Stopp. Jetzt Blinker wieder anmachen. Der ist ausgegangen. So, jetzt fahren wir so weit nach hinten. Rückwärtsgang einlegen. Okay, jetzt fahren wir so weit nach hinten, bis wir am Rand von unserem Fenster, ganz am Rand, wenn du dort sitzt, wo du sitzt, wenn du ganz am Rand von deinem Fenster nur die Mitte von dem Auto sehen kannst, ganz am Rand. Das heißt, wenn du so guckst, ja, musst du so weit nach hinten fahren, dass du nur noch die Hälfte von dem Auto siehst. Okay. Okay? Da am Rand. Okay? Versuch mal. So. Bis du nur noch die Hälfte siehst. Guck mal, hier müsste das nicht sein. Guck mal. Etwa. Ja, dass du nur noch die Hälfte siehst. Ja? Ja. So, jetzt komplett nach rechts einschlagen. Nach rechts. Komplett rechts. Querparken machen wir immer komplett einschlagen. Mhm. So, in den Spiegel, der ist unten, den machen wir erstmal nach oben. Machen wir auf 0. Dass der erstmal hochzieht. So, genau. Dann Verkehrsbeobachtung machen, ne? Nach hinten schauen nochmal. Ja. Ja, genau. Und dann Schulterblick links machen, weil da könnte ja ein Fahrrad kommen, ja. Ja? Uns überholen eventuell. Oder ein Auto. Gut, fahren wir nach hinten und gucken hier in den Spiegel meistens. Gucken immer wieder nach hinten durchs Fenster und gucken hier in den Spiegel, ob das passt. Ja, wir gucken hier rein. Ja. Genau, jetzt gucken wir mal, ob das passt. Und wie sieht es aus? Sieht gut aus? Geht, oder? Ja, fahr mal weiter. So. Passt, ne? Langsam, ja. Langsam. So, Spiegel runter machen. Auf R drehen. Einfach auf R drehen, dann geht der runter. So ist ein Tick nur eng. Wenn es ein Tick eng ist, machen wir gerade unsere Reifen. Fahren ein bisschen weiter nach hinten. Stopp, Bremse halten, jetzt wieder komplett rechts machen und weiter nach hinten fahren, bis wir parallel sind mit der Linie. Weiter, noch ein bisschen und stopp, parallel, ja? Mhm. Gerade machen, die Reifen gerade machen, so, und dann weiter nach hinten fahren, Kupplung hoch ein bisschen, super, nochmal nach hinten schauen, so, und stopp, so, anhalten, machst du Leerlauf. Sag, ich bin fertig. Ich bin fertig. Okay, dann machen wir der Prüfer muss eine Tür aufbekommen. Die Tür muss so stoppen, sodass man die eine Tür hier aufkriegt. Ja? So ist das dann optimal. Mhm.